Geil. So, du legst dich mal schön ins Bettchen. Du bist sehr hungrig. Und du, mein Freund, stehst jetzt mal auf. Und redest mal mit ihr. Das war eine dumme Idee. Ich hätte natürlich erst... Was? Wieso liegt er wieder im Bett? Der spielt im Bett? Echt jetzt? Ja, gut. Fällt mir gerade nicht so ein, aber. So, wo ist die letzte Bandage? Da ist die letzte Bandage. Die holst du dir mal bitte eben schnell. Papa, ja, sehr schön. Genau, das ist dein Vater. Genau, richtig. Also gut erkannt. Und jetzt möchte die Kleine mal eben gefüttert werden. Achso, kann ich doch nicht abreißen. Den Ofen habe ich ja schon gebaut. Ich habe gerade überlegt, wenn ich den Ofen jetzt abbaue oder abreiße, kriege ich dann vielleicht Ersatzteile daraus. Aber möglich wäre es, aber da ist ein Händler. Ein Händler ist an der Tür. Ich glaube es nicht. Ja, machen wir gleich. Oder? Gut, wir haben noch Dünger. Dann bestückst du die Falle nochmal eben neu. Ja, das ist ein Händler. 100%ig ist das ein Händler. Und du einmal da vorne. Einmal den Wasserfilter einsetzen und du quatsch mal mit dem... Ach so, das ist gar kein Händler. Diamanten? Ich brauche 8 Diamanten. Das ist doch wohl ein Witz von dem, oder? Weißt du, da kriege ich Plack. Der kriegt Kotzen bei. Weißt du? Erst hier große Hoffnung machen und dann will er 8 Diamanten haben. Wo soll ich 8 Diamanten hernehmen? Die können nicht mehr klauen. Ich habe alles gelootet. Es ist nirgendwo mehr ein Diamant verfügbar. Aber ich soll 8 Diamanten mitnehmen, weißt du? Mann. Fällt mir nichts mehr zu ein gerade. Ich überlege gerade, ob ich den Vater heute wieder hier liegen lasse. Also schlafen lasse, meine ich, nicht liegen. Christo. Dann könnte man vielleicht nochmal mit Roman zum Reisebüro gehen und versuchen zu handeln. Beziehungsweise in dem Moment nehme ich jetzt mal einen Dietrich mit. Habe ich noch Dietriche? Ich habe keine Dietriche mehr. Ich müsste doch Dietriche haben. Muss ich jetzt noch Dietriche herstellen? Kann ich überhaupt noch Dietriche herstellen? Ja, kann ich. Dann machen wir das auch. Stellen wir uns 2 Dietriche her. Ich kann mein Beet nicht mehr bestücken, ne? Doch, ich kann mein Beet bestücken. Naja, Dietriche herstellen kannst du nicht, aber du kannst zumindest mal das Gemüse hier hinten einsammeln, wenn es fertig ist. Das sollte ja machbar sein. So, dann gehst du dahin. Bisschen hier auf die Zeit achten.
Und du gehst jetzt schaukeln, damit du gleich nicht mehr traurig bist. Und du... So, ich brauche wie viel? 10 Wasser, ich habe nur 7. Tja, das ist ja wieder herrlich. Ich habe nur 7 Wasser. Komm, wir stellen mal 3 Dünger her. Da können wir hier unten die Felder noch bestücken. So, Hunger, alles gut. Du erholst dich sogar noch, bist bandagiert, besser geht's das gar nicht mehr. Aber ich sollte mir auf jeden Fall noch eine neue Bandage herstellen. Achso, ja, klar, kann ich ja nicht. Das macht man hier, ne? Genau. Gut, das Wasser ist noch nicht ganz durch, aber gleich. Kann ich mit 2 herstellen? Habe ich die Kräuter? Habe ich das? Ja, das habe ich auf jeden Fall, habe ich... Die Kräuter werden langsam eng. Vielleicht soll ich mal Kräuter anbauen, kein Gemüse. Ja, ich denke mal, das geht ganz gut so. Ich denke mal, das geht ganz gut. So, wenn das Wasser fertig ist, gehen wir direkt wieder rüber. Dann baue ich nämlich jetzt nur einmal Kräuter an. Da brauche ich 8 Wasser für. Brauchst auch nur 2 Tage. Das ist schon mal ganz gut. Bring ich ihr das bei? Ja, komm, ich bringe ihr das bei. Komm, die Zeit müssen wir noch haben. Die Bandage ist ja größtenteils fertig. Wie machen wir das später? Ah, ich müsste einen Wasserfilter reinsetzen noch, damit das über Nacht filtert. Okay, kriege ich das noch hin zeitlich? Ich meine, klar, der humpelt jetzt, aber... Müsste doch eigentlich gehen. Müsste sich eigentlich ausgehen. Und dann ist das Wasser morgen früh direkt wieder fertig. Glaube ich zumindest. Komm, dann humpelst du jetzt zwar noch ein bisschen, aber nicht. Gut, dann gehst du jetzt weiter da ab ins Bettchen. Und du spielst da oben mal ein bisschen, wobei das ist jetzt erledigt. Ah, eine Bandage ist fertig geworden. Perfekt. Sollte uns irgendwas passieren, können wir direkt nochmal eine Bandage nehmen. Die andere ist in Arbeit. So. Ich versuche es noch einmal. Ich gehe zum Reisebüro. Vorbereiten. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. 2 Dietriche. Wer weiß, ob ich da hinten nicht noch irgendwas aufmachen muss. Und um zu handeln, nehme ich 2 Alkohol mit. Und sicherheitshalber nehme ich ein Brecheisen mit. So. Neuer Versuch. Neues Glück. Wir sind alle am Essen gerade, glaube ich, ne? Da steht auf jeden Fall einer. Und da oben ist einer. Der kommt gerade runter. Ne, der bleibt oben stehen. Habe ich hier was zum Verstecken? Wieso ist denn da auf? Ich muss eine höher, ne? Fällt mir gerade ein.
siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Und seht ihr das, wenn ich dieses Symbol habe mit dem Messer im Nacken, dann... Das ist halt so eine Art, so ein hinterhältiger Angriff, der macht erstmal mehr Schaden. Und mit dem Angriff kannst du einen zu Boden strecken und dann richtig drauf dreschen, ist er sofort weg. War es zumindest früher. Problem ist, wenn ich jetzt da oben stehe und der dreht sich um, sieht er mich. Der muss da weg. Und der wird jetzt runtergehen. Nein, der wird jetzt nicht runtergehen, der bleibt da vorne stehen. Das gibt es doch echt nicht, ey. Okay, wenn der weg ist und der da oben sich nicht weiter bewegen sollte. Kann ich mal versuchen, das Schloss hier zu knacken. Hoffentlich ist das kein Fehler. Wow. Das nehme ich alles. Das ist Munition, das brauche ich alles. Das ist wichtig. Da ist mein fehlendes Teil. Und den Dünger will ich auch mitnehmen. Der Rest ist mir relativ egal. So, ich versuche jetzt nochmal ohne Krach. Vielleicht. Bitte. Lass mich doch mal irgendwo mit einem von euch handeln. Wenn ich es kann. Wenn nicht, muss ich zum Ausgang rennen. Wie verhalten die sich? Hey, du? Okay, ich renne zum Ausgang. Keine Chance. Keine Chance. Mit denen kannst du nicht handeln. Mit denen kannst du nicht handeln. Da steht zwar möglicher Handel, aber du kannst mit denen nicht handeln. Tag 32. So, Christo dürfte sich erholt haben. Ich habe ein elektronisches Teil gefunden. Und ganz viel Munition.